Menschen, ihr Miteinander und ihre Beziehung zueinander sind Themen und Fragen unseres täglichen Alltags. Wer oder was blockiert mich? Wer ist auf meiner Seite? Gibt es Dinge, die mich im Hintergrund beschäftigen? Auf all diese Fragen kann die Familienaufstellung Antworten geben. Sie findet meist in kleinen Gruppen statt. Der Aufstellungsleiter befragt seinen Klienten zu seiner Situation, zu seinem Gegenwarts- oder Herkunftssystem. Sibylle Bergold-Tobis ist eine Aufstellungsleiterin. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung gelingt es ihr, immer die richtigen Dinge ins Visier zu nehmen. Meistens haben die Leute, die gewählt werden, dasselbe Thema. Aufstellung als Vertreter, Alltagssituationen, Beziehungsebenen aus Beruf oder Privatleben. Dabei entwickeln diese Vertreter als Stellvertreter Gefühle und Gedanken, die der aufgestellten Person entsprechen. Weil das ist wie wenn man einen Blick von außen drauf wirft und dann erkennt man halt, was schiefläuft, was man so manchmal nicht wahrnimmt. Dem Aufgestellten wird seine Rolle, seine Position aufgezeigt. Für ihn als Zuschauer der Szene hilft das? Ja, weil die Dinge sichtbar werden. Das sind ja die Dinge, die irgendwo im Bauch schlummern und man sich denkt, ist es vielleicht so oder so. Und eigentlich hat man die Erkenntnis, warum die Dinge stattfinden. Eigentlich weiß man es, aber man möchte nicht hinschauen. Schieflaufen kann viel im Leben, nur das selbstbewusste Erkennen und Korrigieren dieser Dinge ist wichtig. Es gibt schon Themen, auf die man öfter schauen muss. Also das ist schon, dass es wie bei einer Zwiebel sich schält, dieses Thema, bis man am direkten Kern ist. Und das könnte manchmal heftige Reaktionen hervorrufen. Angst, Schreie, aber auch Freude. Denn wichtig ist, alles, was besprochen wird, bleibt im Raum. Emotionen, die unter die Haut gehen können. Ja, die Emotionen, die kommen schon raus, aber irgendwie, man sieht immer wieder, dass die, sag jetzt mal, die einen darstellen oder die da drinstehen, schon genau die Personen widerspiegeln, die im realen Leben auch da sind. Reales Leben, das es zu meistern gilt, mit weniger Problemen, viele Fragen werden erfolgreich gelöst. Das Leben wird einfacher, leichter. Erfolgreich gelang das auch bei ihr, nach einem Anstoß. Es ist nur ein Aufzeigen. Laufen müssen die Leute selber. Familienaufstellung ist ein Weg dazu.